Ja, herzlich willkommen zurück bei Fischers Reisen. Ihr seht mich heute so ein bisschen so vor einer Kulisse wie aus Tausend und einer Nacht. Ne? Ganz einfach, jeder kennt ja so ein bisschen die Märchen des Orients, ne? Von Wilhelm Hauff geschrieben. Zum Beispiel jetzt hier Kalif Storch oder auch zum Beispiel jetzt der kleine Muck, der ja nur seine Scherben zum Spielen hatte und dann bei so einer Zauberin, die ganz viele Katzen gehalten hat, diese Zauberpantoffeln und den Zauberstock gefunden hat, mit dem man auch Gold aufspüren konnte. Genau, ich nutze das einfach mal hier, um ein bisschen um eine andere Geschichte zu erzählen, auch wenn es jetzt ein bisschen eher so aussieht, wie als wären wir in dem Märchen aus Tausend einer Nacht gefallen. Ganz einfach. Es gibt auch noch eine andere Geschichte. Und zwar gibt es noch die Geschichte von Daedalus und Ikarus. Das ist jetzt eine griechische Geschichte. Wer kennt sie? Das ist jetzt die Frage. Daedalus und Ikarus, das waren Vater und Sohn. Daedalus war der Vater, Ikarus war der Sohn. Und die sollten von der, wollten von der Insel Kreta fliehen. War nicht ganz einfach, weil es eben eine Insel war. Und aus diesem Grund baute auch Daedalus seinem Sohn Ikarus Flügel. Und zwar waren das Flügel aus Wachs. Er warnte seinen Sohn davor, mit den Flügeln zu hoch zu fliegen, weil die Sonne das Wachs der Flügel zum Schmelzen bringen würde und dann würde er zu schnell ins Meer stürzen und dann eben sterben, ertrinken. Ja, man muss aber sagen, Daedalus warnte seinen Sohn eigentlich, das wurde seither so erzählt und dient auch als Beispiel dafür, für die Menschen, ja, nicht zu viel zu wollen, nicht aus der Gesellschaft ausbrechen zu wollen, ja, sondern immer bescheiden zu bleiben, immer in der Menge zu bleiben, nicht herauszustechen, schön mit der Masse mitzulaufen. Ja, das ist jetzt so ein Beispiel. Aber genau genommen stimmt das nicht, denn Daedalus warnte seinen Sohn Ikarus nicht nur davor, zu hoch zu fliegen, sondern er warnte ihn auch davor, zu tief zu fliegen. Ja? Also, er sollte nämlich nicht zu tief fliegen, weil dann die Gischt des Meeres seine Flügel durchnässen könnte und er würde dann herabgezogen werden, ja? Und somit auch ertrinken. Und das wäre jetzt das Beispiel, auch nicht zu tief stapeln. Ja? Aber das wird immer unterschlagen. Nicht zu tief stapeln. Immer bescheiden sein, ja, aber genau genommen, nur mit Bescheidenheit und mit Selbstlosigkeit kommt man auch nicht ans Ziel. Ja, was ich eigentlich damit sagen will, verfolgt das, was ihr wollt und das wird funktionieren und keine falsche Bescheidenheit. Okay, ich denke mit dieser Geschichte von Daedalus und Ikarus und dieser schönen Kulisse hier, die ein bisschen anmutet wie aus Tausend einer Nacht, was eigentlich gar nicht so gut zu Daedalus und Ikarus passt, aber wollte eben mal diese Geschichte erzählen. Wenn ich jetzt hier die Geschichte vom kleinen Muck vom Anfang bis Ende erzählt hätte, wären wir jetzt nicht bei knapp 4 Minuten gelandet, sondern wahrscheinlich bei 50. Hier haben wir einen schönen Drachenbaum. Ja, der ist noch relativ jung, gerade dreimal verzweigt. Da hinten steht eine schöne Palme. Diese Mauer hier mutet auch sehr orientalisch an. So, na gut. Dann bleibt fasziniert und lasst euch immer weiter faszinieren.